Es wurde jetzt zum ersten Mal öffentlich Lukes Perspektive geschildert zu dem ganzen Sachverhalt. Und zwar nicht von Luke, was ich ja eigentlich immer dachte, mach das, weil dann kann man dich verstehen, Luke, oder besser verstehen. Sondern von einem Anwalt namens Dr. Alexander Stevens. Der hat ein Buch geschrieben, das Buch heißt Falsch verdächtigt. Und er sagt, er hatte überhaupt keine Verbindung zu Luke. Ne? Also er hat quasi Akteneinsicht bekommen und ist erstmal neutral rangegangen, hat gedacht, vielleicht geht er auch hinterher raus aus dieser Akte und sagt, was ein Arschloch. Aber er hätte dann eben gemerkt, oh nee, es ist hier irgendwie genau andersrum. Und das waren alles Sachen oder zum Großteil Sachen, die du aber im Prinzip ja schon wusstest, ja, eigentlich. Ja, ne? Das ist ja das nur, Ding. Nur nicht sagen konntest. Ich hatte ja die ganze Zeit immer super viele Background-Infos, wo ich aber dachte, ich bin nicht in der Position, die einfach rauszuhauen, wenn wer das quasi Luke, der das machen sollte. Ich kann ihm das nicht vorwegnehmen. Aber da es ja jetzt öffentlich ist, kann ich ja jetzt auch endlich drüber sprechen. Da sind auch Beweise dabei, die das Ganze eben ein bisschen in ein anderes Licht rücken. So. Und ich lächel so, weil ich mich freue, dass endlich diese Perspektive auch mal gezeigt wird, weil das vorher so, jeder kannte Ines Perspektive der ganzen Geschichte und ich habe immer gesagt, das ist super schwierig, also habe ich zu Luke gesagt, super schwierig, dass man überhaupt mit dir in diesem Fall jetzt sympathisieren kann. Man kann höchstens sagen, hey, keine Ahnung, aber dass man der Meinung ist, dass Luke vielleicht unschuldig ist, das war halt ziemlich schwierig, fand ich so, für die Öffentlichkeit, die keine Background-Informationen hatte. Die konnten entweder sagen, ja, ich erlaube mir keine Meinung, oder halt, wie es ganz, ganz viele ja waren, auf Ines Seite dann sein. Ja. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ill. Ja, dann hau mal die Argumente raus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf ein paar Punkte ein aus dem Buch von dem Dr. Alexander Stevens, welches wir übrigens nicht gelesen haben. Ich werde das auf jeden Fall noch lesen, aber er hat selber ja so ein Video dazu hochgeladen. Also es gab Presseberichte ein paar darüber und eine Yvonne Muhlen hat ein YouTube-Video gemacht, wo sie auch Ausschnitte aus dem Interview gezeigt hat und das kommentiert hat von diesem Anwalt und worauf wir uns auch noch beziehen werden, ist ein Podcast von den Pochers. So, also da gehen wir jetzt so ein bisschen drauf ein. Ja, da bin ich gespannt, was du da ausgegraben hast. Also das Video von der einen habe ich ja auch gehört. Genau. Aber ansonsten, ja, eine Stunde, ja. Genau, aber ansonsten habe ich von dem anderen Content jetzt nichts gesehen. Also einmal geht es ja zum Beispiel um den Punkt, dass dieses Verfahren, also diese Anklage gegen Luke zweimal eingestellt wurde, ja vor zwei Gerichten, und zwar nicht, weil nicht genug Beweise da waren von Ines Seite, sondern wohl, weil genug Gegenbeweise von Luke da waren, die Sache haben anders aussehen lassen. Also nicht einfach nur, weil Ines es nicht genug beweisen konnte, sondern weil Luke Beweise hatte, die ganze Sache in ein anderes Licht gerückt haben. Und das heißt ja, es wurde noch nicht mal Anklage erhoben. Ne? Es ist ja nicht so gewesen, okay, es wurde Anklage erhoben und dann hat der Richter gesagt, nee, ist nicht so. Genau. Sondern es war im Prinzip wie, wenn ich dich jetzt anzeigen würde wegen irgendwas. Ja. Und dann wird gesagt, nee, das glauben wir denn nicht, weil Joyce hat genug Gegenbeweise und wir erheben gar keine Anklage. Ne? Genau. Ja. Weil das ist, glaube ich, auch was der normale Zuschauer halt denkt, okay, es gab eine Anklage und es gab eine Gerichtsverhandlung und dann ist er zwar freigesprochen worden. Ja, beziehungsweise eben nicht freigesprochen worden, sondern es wurde fallen gelassen, weil nicht genug Beweise da gewesen wären. So klang es ja immer. Mhm. Und es klang nirgends so, als waren genug Gegenbeweise da. Ja, ja, ist ja was ganz anderes. Und vor allem, es geht ja auch immer um diesen Spiegelartikel und so, ne? Mhm. Weil der das ja im Prinzip suggeriert, beziehungsweise ja ein Jahr später oder so, das erst, wie soll man sagen, aufgemacht hat, das Fass wieder, obwohl das im Prinzip mit der Anklage ja oder schon ja, seit einem Jahr erledigt war. Was auch krass ist, weil der Spiegel eben einfach nur sehr einseitig Informationen rausgegeben hat. Also der Spiegel hatte ja scheinbar Akteneinsicht und hat aber einfach diese Informationen, die die ganze Thematik anders darstellen, hat der Spiegel ja einfach weggelassen. Hat alles nur reingenommen, was quasi pro Ines war. Und irgendwas, was vielleicht pro Luke war, haben sie weggelassen, damit war das einseitig und deswegen ist es ja auch im Nachhinein verboten worden, der Artikel. Okay, also das ist jetzt das erste Argument, dass im Prinzip ja gar keine Anklage erhoben wurde. Genau. Und es aber anders dargestellt wurde und keine Anklage, weil es genug Gegenbeweise gab,
dass die Anklage nicht rechtens genau. ist. Genau, so. Und jetzt kommen wir halt eben zu diesen Gegenbeweisen, die auch in dem Buch stehen, was ja auch eben Beweise vor Gericht war es ja nicht richtig, sondern Beweise waren, die rechtlich halt dazu gezogen wurden, warum es fallen gelassen wurde. Und zwar ist der nächste Punkt, der öffentlich auch ganz anders dargestellt worden ist, es wirkte ja immer so, als war der Grund für die Trennung zwischen Luke und Ines eben, dass Ines sagt, Luke hätte versucht, sie zu vergewaltigen. Ne? Also eine versuchte Vergewaltigung. Das sah immer so aus, als wäre das auch der Trennungsgrund gewesen. Sie hätte dann zwar, also es war immer bekannt, sie war danach noch mit ihm im Disneyland und so und die waren noch eine Zeit zusammen, aber es wirkte immer so, als wäre ihr das dann irgendwann klar geworden und dann wäre Schluss gewesen. So. Aber der Auslöser der Trennung war ja eben gar nicht diese angebliche versuchte Vergewaltigung oder wie sagt man, mutmaßliche versuchte Vergewaltigung, sondern eben, dass Luke einen Fremdflirt mit Lena Meyer-Landrut hatte, was ich übrigens auch wusste. Das ist so eh so krass, ich weiß eh noch viel mehr, als in diesem Buch steht, obwohl für mich auch ein paar neue Sachen dabei waren. Aber da habe ich auch gedacht, die Lena freut sich jetzt auch, dass sie jetzt mit in der Geschichte drin hängt. Ne? Hatte die sich positioniert eigentlich in irgendeine Richtung? Nee, habe ich nicht mitbekommen, dass sie irgendwas öffentlich jemals gesagt hat. Gut, aber dann keine Positionierung ist ja im Prinzip dann eine Positionierung eher für Luke, ne? Ja, in dem Fall dann eher für Luke, würde ich sagen. Bei gewissen Themen ist ja so, wenn sie hatte Angst, dass sonst rauskommt, dass sie da auch irgendwo am Rande involviert war, halt so natürlich ohne das. Naja, auf jeden Fall gab es diesen Fremdflirt und dieser Fremdflirt, von dem hat Ines halt Wind bekommen und ist dann total ausgerastet. Und das war halt dann der Grund für die Trennung. So. Sonst wären die vielleicht heute noch zusammen, man weiß es nicht. Ne? Also so, und das Ding ist, dass Ines hatte noch einen Schlüssel von Luke und ist, nachdem sie das erfahren hat mit diesem Fremdflirt, ist sie bei Luke in die Wohnung, man kann ja jetzt nicht sagen eingebrochen, weil sie hatte ja einen Schlüssel, aber ist bei Luke in die Wohnung, sie wusste erst nicht da und hat die komplette Wohnung verwüstet. Und da gibt es halt auch Videomaterial von. Ich kenne dieses Video auch, also er hat mir das damals auch geschickt und das war halt, sah halt richtig krass aus, weil sie hat ihn auf Kinderfotos, die er gar nicht digital hat, so Erinnerungen, die man nur einmal hat, so hat sie zerkratzt, sie hat Preise von ihm zerstört, sie hat Sachen in seiner Badewanne angezündet in seiner Wohnung, es waren Flecken im Bett, im Schrank war kaputt gemacht, also sie hat da richtig rumgewütet. Ne? Das Video ist auch öffentlich jetzt, ne? Oder? Ja, oder? Zumindest Ausschnitte davon. Okay. Ja. Und ich finde halt krass, also diese Reaktion ist halt krass, weil ich hatte das ja auch schon mal angesprochen, mir ist auch schon mal ein Partner fremdgegangen. Ich glaube sogar zwischen Luke und Lena ist nie wirklich was gelaufen. Ich glaube, es war nur so ein Nachrichtenflirt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber selbst wenn was gelaufen wäre, was mir ja auch schon mal passiert ist, also auf die Idee zu kommen, dann dahin zu gehen in die Wohnung meines Freundes beziehungsweise dann eben Ex-Freundes und die zu verwüsten, das ist halt... Ja, zeugt nicht von Emotionskontrolle, ne? Nee. Also, ultra krass halt. Ja. Und jetzt kann man im Nachhinein drüber lachen, aber in dem Moment, ich war so gut, aber im Prinzip, ich meine, das hat ja auch eigentlich jetzt nichts mit dem Vorwurf der Vergewaltigung zu tun oder versuchten Vergewaltigung zu tun. Es könnte ja theoretisch beides sein, ne? Also es, wie soll ich sagen... Das eine korreliert nicht zwangsläufig mit dem anderen, aber es geht ja darum, jetzt zu erklären, was war der wirkliche Grund der Trennung und da quasi auf die Wahrheitssuche zu gehen. Sie war ja so wütend darüber, über diesen Fremdflirt, dass sie die Wohnung verwüstet hat. Und wenn jemand so eine Wut in sich trägt, eine ganze Wohnung zu verwüsten und ja irgendwo auch Hausfriedensbruch zu begehen, zu was ist so jemand vielleicht noch in der Lage? Weil... Also das ist halt so dieses, wo man sagt, ist schon crazy, irgendwie sowas zu machen. Und dann sagt man jetzt nicht, hey, ne, also da kann man dann einfach nicht mehr drüber hinwegsehen, zumindest über so ein Verhalten. So. Und die Bude war so richtig im Arsch dann, oder was? Da war doch dann auch ein paar Tage im Hotel oder so. Ja, ne? Also ist ja schon mehr als hier ist er einmal in den Schrank umgeworfen, sondern
Ja, genau. Und dann hat sie ihm ja irgendwie danach, und das ist halt auch krass, und das wirkt halt ja auch, diese Verwüstung der Wohnung wirkt natürlich wie schon im Affekt, aber schon wie ein Racheakt. Ne? Das ist ja klar. Dann mache ich dir, du hast meine Gefühle verletzt, also mache ich dir Dinge kaputt, die dir wichtig sind, wie Preise, Kinder, Fotos, die du nicht mehr wieder kriegst und sowas. Und dann hat sie ihm eben danach noch, wie viel später weiß ich nicht, aber quasi eine Nachricht geschickt, die auch Anwälten vorlag und in dieser Akte ist, dass da eben drin stand, du machst es mir so einfach oder du machst es mir so leicht, meine nächsten Schritte zu planen. Was natürlich so wirkt, als wäre ihre Racheaktion noch nicht zu Ende. Also das war im Prinzip der Schlussstrich. Das war dann der Schlussstrich. Okay. Genau, also. Und wie gesagt, was meinte sie mit der Nachricht, du machst es mir so leicht, meine nächsten Schritte zu planen? Was wollte sie ihm damit mitteilen halt, ne? Was für einen Plan hat sie verfolgt? Weil wenn es nicht war, ihn fälschlicherweise anzuschuldigen, dann war es irgendein anderer Plan. So. Sonst gäbe es ja keine Schritte mehr. Sonst gab es ja nichts, was sie gemacht hat irgendwie. Ne? Sie ist ja nicht nochmal bei ihm in die Wohnung oder hat irgendwas anderes. So, das wirkt ja, als wäre es das, was natürlich immer noch nicht bedeutet, dass es diesen Vorfall nie gegeben hat. Ne? Weil sie könnte auch denken, ja, war damals nicht so cool, wie du mit mir da umgegangen bist im Bett. Und es hat sich für mich angefühlt, als wolltest du mich versuchen zu vergewaltigen. Und dann sage ich das jetzt auch öffentlich. Ne? So könnte es ja auch sein. Also das weiß man ja halt alles nicht, ne? In dem Sinne. Nur ist so die Situation eine komplett andere, als sie immer öffentlich dargestellt wurde bisher. Ja, ach so, dann kam noch darin vor, dass, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass nachdem dieser Vorfall war, wo sie sagt, das war eine versuchte Vergewaltigung, dass sie danach, erstmal waren sie ja dann noch weiter zusammen, eben bis es zu diesem Fremdflirt mit Lena kam, waren im Disneyland, waren weiter zusammen, haben sich liebevolle Nachrichten geschickt, sie hat ihm auch irgendwie geschrieben, ich bin gerade so glücklich mit dir, und sie hat halt auch sehr sexuelle Nachrichten weiterhin geschickt, wo aber dieser Anwalt eben sagt, der ja irgendwie schon viel Erfahrung auch in diesen Bereichen hat, dass Opfer zu ihren Tätern noch Kontakt haben, das wäre oft der Fall, aber dass so viele sexuelle Anspielungen auch nach einer versuchten Vergewaltigung oder nach einer Vergewaltigung passieren würden, das wäre eigentlich eher untypisch, was aber nicht heißt, dass das nicht auch passieren kann, grundsätzlich. Ne? Ja, und das sind eben alles Informationen, die der Spiegel auch hatte, die halt alle nicht in diesem Bericht vorkamen. So. Und natürlich habe ich auch noch, wie eben schon gesagt, viele Informationen, die über all das so hinausgehen, wie zum Beispiel, ich weiß ja auch ein bisschen mehr darüber, wie dieser Spiegelartikel zustande kam. Ne? Weil man hatte ja versucht, mich zu kontaktieren, damit ich eine von diesen 10 Frauen, die im Spiegel ausgesagt haben, dass ich auch eine davon vielleicht potenziell sein könnte. Also ich wurde auch kontaktiert und es wurde da sehr, sehr viel rumkontaktiert. Und deswegen habe ich mir damals einfach schon gedacht, so ja krass, wenn man jetzt natürlich überall nach irgendwem sucht, der was gegen Luke irgendwie sagen kann, du wirst wahrscheinlich Menschen finden, die aussagen. So. Und vielleicht auch. Ja, vor allem auf welcher Ebene, ne? Also auf dieser Arschloch-Promi-Ebene, dann könntest du das wahrscheinlich über 95% aller männlichen Promis irgendwie. Genau. Schreiben. Also da war ja diese Sache irgendwie mit dem Glas, ne, von einer anderen Frau. Also irgendwie, dass er. Also er meinte, er musste lachen und hat dabei versehentlich einer Frau da Wein ins Gesicht geprustet oder so. Das war ja eine von den 10 Frauen, die ausgesagt haben im Spiegel. Ja, aber versehentlich, das ist ja kein... Ja, sie sagt halt, das war respektlos und absichtlich. Das sollte halt unterstreichen, dass er ein Arschloch ist. Aber es unterstreicht nicht, dass er ein Vergewaltiger ist oder jemand, der versucht zu vergewaltigen. Ja, das sind ja völlig zwei verschiedene Ebenen. Völlig. So. Ja. Dann waren natürlich auch noch andere Aussagen von Frauen drin, die mehr in so eine Richtung gingen. Aber auch da... kenne ich ja auch ein paar Background-Stories, also zum Beispiel eine von denen hat auch Luke danach kontaktiert und sich bei ihm entschuldigt und gesagt, sie wäre bedrängt worden, auszusagen, auf der Arbeit abgefangen worden, also solche Sachen. Ne? Da ist halt noch super viel im Background, was zum Beispiel jetzt immer noch nicht öffentlich ist. Das sind aber, glaube ich... Zu doll jetzt, ich könnte da ja noch viel mehr zu sagen, aber was ich jetzt dann auch nicht aufgreifen würde. Ich glaube generell dieses Argument mit den 10 Frauen im Spiegelartikel, ne, das ist auch, glaube ich, das, was die breite Masse auch immer so aufführt und was in deren Kopf ist das so geframed, ja. Wenn die eine sagt das und wenn es noch 10 andere gibt, dann muss da was dran sein. Genau. Und viele denken, glaube ich, auch, es wären 10 Frauen, die ihn der Vergewaltigung
Vergewaltigung oder ja, Vergewaltigung beschuldigt hätten. Genau, so ist die Kette halt. Ja. So, und im Prinzip ist es... Also, nachvollziehbar, aber die Reaktionen darauf, ne, wenn man jetzt dieses ganze Background-Wissen nicht hat. Ja genau, aber der Spiegel ist ja der Manipulateur in der ganzen Sache. Ja, so, ja. Die nutzen ja das im Prinzip aus, dass der normale Leser keinen Bock und keine Zeit hat, also sich näher zu... wurde nicht vom Spiegel abgefangen, sondern von anderen Personen. Das war auch die Person, die dich... Nee, noch eine andere. Genau, also so, ich will ja jetzt gar nicht mehr raushauen als sein muss oder beziehungsweise als schon öffentlich ist. Also doch, manchmal denke ich, würde schon gerne mehr raushauen, aber andererseits will ich halt auch nicht bei diesem Spiel mitmachen, Namen zu nennen, damit dann bei solchen Menschen vielleicht gehatet wird, weil das finde ich halt nicht cool. Ich finde, man kann eine Meinung äußern, aber ich gehe ungern auf Personen irgendwie und nenne dann Namen oder so, damit die dann Hate abkriegen. Warum? Also es reicht ja zu sagen, es war eine prominente Person aus dem Umfeld von Ines mit dabei unter anderem. Genau, worauf wollte ich jetzt noch hinaus, dass, Spiegelartikel, genau, ich wollte sagen, dass das war ja das, was ich auch ein bisschen in dem Rammstein-Video sagen wollte. Bei Rammstein ist ja auch so, es melden sich super viele Frauen, die Dinge schildern, die ihnen passiert sind. Da ist ja jetzt vor kurzem nochmal was rausgekommen von einer, die gesagt hat, irgendwie sie hätte mit 15 was mit Till Lindemann gehabt, aber nicht irgendwie unter Druck gesetzt, sagt sie oder so, sondern einfach, dass sie sehr jung war. Also es gibt einfach super viele Puzzlestücke, die man da so zusammensetzen konnte, wo man dann vielleicht auch sagt, okay, es ist nicht nur eine Person, die da beschuldigt, sondern es sind viele Menschen weltweit, die was sagen und dann könnte da schon eher was dran sein, als wenn, ne? Also dann könnte da was dran sein. Und ich denke ja auch, dass bei Till Lindemann was dran ist. Und dadurch kommt halt bei Luke auch durch diese 10 Frauen, das wirkt halt... Genau, man muss halt gucken, ist es halt nur Arschlochverhalten? Genau. Oder ist es was anderes? So, also man, letzten Endes geht ja um Differenzierung. So. Und dafür musst du natürlich mehr als eine Minute deiner Zeit mal opfern. Und das wollen halt die wenigsten. Und die meisten wollen halt einfach schnell ihr... irgendwas lesen und sich dann schnell eine Meinung bilden und dann sie rausfeuern. So. Und wenn man einmal eine Meinung hat, dann die halt. Ne? Und da hat die Presse natürlich einen großen Anteil zu beigetragen, weil vor allem... Was heißt einen großen? Eigentlich den größten. Social Media und die Presse. Ja, aber die Presse fängt an und dann springt Social Media drauf und dann oder potenziert sich's. Ja, oder auch manchmal andersrum, aber in dem Fall war es ja so. Ja, so dann ein anderer Punkt, den der Anwalt anführt, ist, dass Ines sich wohl nicht aussagepsychologisch begutachten lassen wollte, was bedeutet, dass man die polizeiliche Aussage audiovisuell aufzeichnet, was wohl eine Standardmaßnahme bei Sexualdelikten wäre. Und das habe ich auch schon mal gehört von einer betroffenen Person, die ich persönlich kenne, dass das so gemacht wird und das wollte sie halt eben nicht. Was hatte das für eine Konsequenz? Hat das dann einfach, gibt das dann Minuspunkt in der Glaubwürdigkeit? Oder wie, vielleicht, wie zumindest, wirkt das? Glaube ich, wird das ja gemacht, um das eben psychologisch sich nochmal anschauen zu können. Und das konnte dann ja eben nicht gemacht werden. Ne? Und man fragt sich halt, okay, warum will man das nicht? Das kam ja auch in diesem Video von dieser Yvonne vor. Wenn sie doch in einem Podcast öffentlich darüber redet, an den Spiegel sich wendet oder auch andersrum der Spiegel an sie, weiß man ja nicht. Aber sie geht ja raus, warum wollte sie bei der Polizei keine audiovisuelle Aufnahme machen? Das fragt man sich halt. Kann andere Gründe haben als, ne, als das, was man vielleicht denkt im ersten Moment, weiß man halt alles nicht. So. Also das sind jetzt so vor allem die Hauptpunkte, die dieser Anwalt, also da in diesem Interview, was ich gesehen habe von ihm, was der da so anspricht. Wie gesagt, ich werde das Buch auf jeden Fall noch lesen. Vielleicht gibt es da noch mehr irgendwie. Wahrscheinlich. Aber im Prinzip, ne, wenn man es jetzt aus der anderen Sicht betrachten würde, also aus Luke-Sicht könnte man ja fast, oder wäre ja eine theoretische Denkweise, dass er im Prinzip krasses Opfer einer völligen Falschaussage geworden ist. Ne? Ja, so sagt dieser Anwalt das ja. Und das ist jetzt ganz interessant, das stimmt, das hatte ich nämlich eben überlesen hier auf meinem schlauen Zettel. Das kann man vielleicht nochmal einspielen bei dieser Yvonne im Video. Da sind auch so ein paar Aussagen, ich glaube von einem Richter und ich weiß nicht was, die eben sagen, ja eigentlich hätte, also eine Person hat irgendwie so, da gibt es so ein Zitat, dass es nicht hätte die Akte Luke Mockridge, sondern die Akte Ines Agnoli heißen müssen. Ein Richter im Bayerischen Obersten Landgericht zum Fall. Die Akte Mockridge ist tatsächlich eine Akte Agnoli. Die Beweislage deutet nicht auf eine sexuelle Nötigung oder gar
hin, sondern darauf, dass eine Frau aus Wut und Enttäuschung über eine Untreue ihres Wunschpartners diesen Mann einer solchen beschuldigt. Ein Motiv, das bei falschen Beschuldigungen immer wieder vorkommt, etwa auch im Fall Kachelmann. That's true, ja? Wirklich begangen worden sind zwischen Mokic und Anjoli wahrscheinlich andere Straftaten, und zwar ein Hausfriedensbruch, also von Seite Anjoli, ne? Sachbeschädigung, Beleidigung und falsche Verdächtigung. Und deren Opfer heißt nicht Anjoli, sondern Mokic. Opfer geworden ist Anjoli wohl nur in einem weiteren Sinne, als Opfer ihrer eigenen psychischen Schwierigkeiten und als Opfer schlechter Ratschläge von Freunden und einer Anwältin. Weil Luke Ines hätte auch anzeigen können wegen verschiedensten Sachen jetzt so. Also falsche Anschuldigung, aber auch wegen, ja. Ja, Rufmord ist das ja eigentlich, Rufmord, ne? Aber auch natürlich wegen der Zerstörung von Dingen in der Wohnung und so. Ne? Ja, gut, okay, aber das ist ja noch das kleinere Übel. Ja. Ein Richteramtsgericht sagt, also ein anderer, der Fall zeigt in erschreckender Weise, wie sich bloße Unterstellungen und Vermutungen aus einem schlecht recherchierten Artikel in Windeseile verbreiten, weil sie ohne eigene Prüfung, die einem journalistischen Mindestanspruch an Seriosität entsprechen sollte, voneinander abgeschrieben werden. Richter am Oberlandesgericht, ein anderer Richter, sagt, der Vorgang zeigt, wie rasch, besonders wenn Sexualstrafen vorgeworfen werden, elementare rechtsstaatliche Grundsätze, wie die bis zu Urteilsrechtskraft geltende Unschuldsvermutung, über Bord geworfen werden, wenn man sich von der Schilderung einer Seite emotional überwältigen lässt, ohne die andere Seite gehört zu haben. So verständlich es auch ist, sich Personen, die schildern, Opfer geworden zu sein, erst einmal zu glauben, sich auf ihre Seite zu schlagen und gegen vermeintliche Täter ins Feld zu ziehen. So war es bei mir zum Beispiel, Freunde, ja. Ich habe mich, ja klar, ich war auf Seite von Ines, ne. Immer droht Selbstjustiz gegen einen dann doch eventuell unschuldigen Menschen. Es gibt einen Grund dafür, dass nicht auf einen Verdacht eine Strafe folgt, sondern erst dann, wenn ein sorgfältig durchgeführter, unparteiischer Strafprozess alle Zweifel beseitigen konnte. Da gerade bei sensiblen Deliktsbereichen die Reputation im Grunde auch dann zerstört ist, wenn nur der Verdacht geäußert wurde, woran auch eine spätere Einstellung oder ein Freispruch wenig ändern kann, sind alle, auch gerade die Medien, aufgerufen, nicht voreilig den Stab zu brechen, wie es leider immer wieder vorkommt. Und dass da eben irgendwie auch darum geht, dass bei, Kachelmann, das ja auch so eine rachsüchtige Ex-Freundin war. Und das war auch das, was ich damals in meinem Video ein bisschen sagen wollte mit diesem, ja, das ist in einer Beziehung passiert, ne? Mhm. Weil man manchmal eben in eine Beziehung wenig Einblick hat von außen. Mhm. Was passiert da eigentlich hinter den Kulissen? Und dann hört man die Geschichte von einer Person und das ist dann so ein kleiner Ausschnitt aus einem großen Ganzen, was manchmal schwierig ist, von außen zu beurteilen. Ich glaube, das ist generell das Problem, ne? Das große Ganze können die wenigsten beurteilen, weil sie einfach nicht die Informationen haben und sich dessen aber nicht bewusst sind, dass sie nur diesen kleinen Ausschnitt kriegen. Und genauso ist ja auch, hat der Spiegel ja auch gearbeitet. So, er hat ja in dem Sinne nicht direkt gelogen, er hat aber nur wesentliche Bestandteile, um das große Ganze zu beurteilen zu können, genau, weggelassen. So, und darauf bilden sich halt die Leute eine Meinung. Und du sagst ja auch nicht, du weißt, wie es alles ist. Nee, du sagst ja einfach nur, haltet eure Fresse, wenn ihr im Prinzip euch keine Meinung erlauben könnt, weil ihr einfach die Informationen nicht habt. Genau, also so. Das war ja auch das. Ich habe mir ja auch nie ein richtiges Urteil gebildet, trotz der ganzen Background-Informationen, die ich hatte. Ich habe mir eine Meinung gebildet, ja, ohne aber ein Urteil, also ohne zu urteilen. Mhm. Also ich habe in dem Sinne nicht, also meine Meinung war, was ich damals auch in dem Video gesagt habe, aufgrund dieser ganzen Informationen, auch Sachen, die ich persönlich mitbekommen habe, während die beiden noch zusammen waren und auch von anderen Menschen, die beiden erlebt haben miteinander, die gesagt haben, oh, es sind krasse Sachen passiert, die öffentlich, also vor, nee, was heißt öffentlich, aber vor anderen Menschen passiert sind, die das alles mitgesehen haben und so. Und aufgrund all dieser Aussagen, die eben nicht nur von Luke kamen, sondern auch von Menschen, die Dinge mitbekommen haben, daraufhin habe ich mir die Meinung gebildet, okay, das ist eine ultra toxische Beziehung gewesen, zwei Menschen, die Probleme haben, wo man sich eben kein Urteil bilden kann und wo ich sage, meine Meinung ist einfach, dass da in der Beziehung einiges im Argen lag und mehr Meinung kann ich mir zu dem Zeitpunkt nicht bilden. Mhm. So. Und ja, und du sagst quasi, und hört deswegen auf die eine Seite drauf zu treten. Genau, so, also und selbst wenn man der Meinung ist, wenn jetzt jemand der Meinung ist, er ist für Ines oder für Luke, ne, ist ja egal für wen jetzt, man kann ja auch für jemanden sein, ohne den anderen wegzuhaten. Mhm. So. Also in einem Fall, wo eben einfach der Sachverhalt nicht klar ist. Mhm. Wenn es irgendwo in einer Hinsicht klar ist, ne, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber bei sowas jetzt, ihr könnt eine Person stärken, aber macht nicht die andere nieder, wenn ihr nicht wisst,
was genau da wirklich die Wahrheit ist, so, ne, in so einem Fall. Ja, ja, ja. Wo man es differenzierter betrachten muss, einfach. Ja, differenzierte Betrachtung, so, das ist das Kernthema in unserer Gesellschaft, dass das nicht stattfindet. Und da halt auch, und da ist ja immer wieder meine Kritik an den generellen Medien, dass die halt keine differenzierte Betrachtung fördern und genau das Gegenteil machen. Quasi es gibt die halt auch nicht so viel Klicks, ist wie im Internet, ne? Reaction-YouTuber sagen selten, was sie alles toll finden. Die reacten meistens eher auf Dinge, also nicht alle, aber auch nicht immer, aber oft auf Dinge, die sie kritisch sehen. So. Und das so funktioniert Klicks halt. Ja, so funktioniert halt der Mensch, ne? Wenn er getriggert ist. Ja, das ist leider das Problem. Also deswegen da nochmal am besten in so einem Fall kein Urteil bilden und nicht eine Seite irgendwie runtermachen. Genauso wenig jetzt mit diesen Sachen, Beweisen, die jetzt noch rausgekommen sind, genauso wenig jetzt Ines runtermachen oder irgendwen, ne? Also, sondern sich, wie du eben gesagt hast, vielleicht einfach raushalten, und man kann ja die eine Seite stärken, ohne die andere platt zu trampeln. So. Ja. Und ohne Hate zu verbreiten. So, so dann wollte ich mit dir noch Ausschnitt von den Pochers gucken, aus ihrem Podcast, die auch über das Thema geredet haben. Okay, da bin ich ja gespannt. Das habe ich tatsächlich in einem Video von Da Vinci, heißt der, YouTuber. Ich dachte, der wäre tot. Der YouTuber. Ach so, okay. Nicht der Da Vinci. Ich dachte, der hätte. Da kommst du rüber zu mir. Ja. Der Stuhl ist ja weg. Da müssen wir hier kurz umbauen, ne? Dann gucken wir da mal rein, was die Pochers so sagen, weil da habe ich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Okay. Da hören wir mal rein, ne? Bei dem Podcast. Also die haben in dem Podcast über das Thema gelabert, ja? Ja. Okay. Genau. Ja, ich habe mich halt sehr, sehr gefreut, weil das sind ja im Prinzip, die sind jetzt endlich mal die Dinge rausgekommen, die ja auch Luke uns oder also auch dir erzählt hat. Die man halt wusste intern, aber über die er nie laut gesprochen hat. Und das ist ja immer, das ist ja das, was wir. Es ist auch sowieso, es ist auch Monate her oder. Ja, ist auch egal, aber ich meine, der Vorwurf war ja versuchte Vergewaltigung bis hin, der wurde ja behandelt, als wäre er wirklich der schwerste Vergewaltiger und hätte eine Gruppenvergewaltigung da veranstaltet oder keine Ahnung was. Was aber. Das, was Samira da sagt, das finde ich halt auch krass, ne? Also der Grad dessen, was danach losgetreten wurde, ne? Also so, also dieses Ausmaß, weil. Keine Frau hat ihn bisher einer Vergewaltigung angeschuldigt, ne? Sondern das Einzige war, dass Ines ihn wegen einer versuchten Vergewaltigung angeschuldigt hat, oder wie sagt man, wo sie aber ja selber gesagt hat, er hat aber selber aufgehört, ne? Also gab es nicht mal den Versuch, eine Vergewaltigung durchzuziehen, dass sie das irgendwie hätte unterbinden können oder so, sondern er hat ja wohl von sich aus aufgehört. Also es gab von keiner Seite bisher den Vorwurf, dass er eine Frau vergewaltigt hat. Und das Echo war aber, als hätte er sonst was. Ne? Ja, allein das Wort Vergewaltigung ist halt schon so, erzeugt halt krasse Bilder. Ne? Ja. So, und auch dieser Unterschied, Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung, keine Ahnung, wie die reinfallen. Genau, also man könnte es, wenn so als Nötigung, sexuelle Nötigung in die Richtung kann ich nachvollziehen. Aber versuchte Vergewaltigung, wie du sagst, erzeugt ein komplett anderes Bild. Ne? So, Ja, aber das ist ja auch dieses Framing, was der Spiegel halt geschaffen hat oder schaffen wollte. Genau, dass am Ende, manche Leute haben mich darauf angesprochen, die haben immer gedacht, irgendeine Frau hätte gesagt, er hätte sie vergewaltigt, weil die gar nicht mehr weitergelesen haben. Und immer ja, und dachten, es gibt noch 10 andere Frauen, die er auch vergewaltigt hat. So, genau. Das ist ja das, was dann hängen bleibt. So. Das ist genauso wie bei dir, wo gesagt wird, du hast einen Witz über K.O.-Tropfen gemacht. So, das ist ja auch. Stimmt ja auch nicht, so. Nee, genau. Ja. Ich wollte über was anderes einen Witz machen, genau. Es kam nur für manche anders rüber, richtig, ja. Ja. Genau, also so, und das habe ich damals in meinem Video tatsächlich ja auch gesagt, dass ich glaube, dass das Echo in der Dimension war, weil viele Frauen schon Arschlochverhalten von Männern begegnet sind. So, und man wirklich deswegen auch einen Hals auf gewisse Verhaltensweisen hat, die in so eine Arschlochrichtung gehen, wo man einfach denkt, boah, ey, das macht mich wütend, dass Männer teilweise so und so mit Frauen umgehen, ne? Und dass deswegen, weil sich so viele damit identifizieren konnten, weil es so ein Problem in unserer generellen Gesellschaft ist, und wie du eben gesagt hast, könntest du wahrscheinlich 80%, du hast ja eben noch mehr gesagt, ne? Aber ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 80% der männlichen Hetero-Promis haben schon mal so ein Arschlochverhalten an den Tag gelegt wahrscheinlich.
Und nicht nur Promis wahrscheinlich. Ja, auch in andere. In der Gesellschaft also, 50% wahrscheinlich. Also so oft wie ich auch gewisse Übergriffigkeiten schon erlebt habe, dann denkst du, ja. Ja, ist alles ein schmaler Grat, klar. Zwischen Grenzüberschreitung und ich weiß nicht was, ne? Also so, aber so, ich glaube, was einen halt abfuckt, ist, dass das lange Jahrzehnte so hingenommen wurde und akzeptiert wurde in der Gesellschaft. Und jetzt ist einfach die Zeit, wo man sagt, wir nehmen so eine Scheiße nicht mehr hin. Wir wollen uns gegen sowas wehren, was ich ja wirklich gut finde. Okay, mal weiterhören. Was aber jetzt halt rauskam, ist dieser Anwalt, der beschäftigt sich eben mit Fällen, wo die zum Beispiel zu Unrecht verurteilt worden oder beziehungsweise angeschuldigt worden. Boah, wo soll ich denn anfangen? Vorne. Also die Anschuldigung war ja, dass er sie im Bett geschüttelt und gerüttelt hat und irgendwann mal aufgehört hat und gesagt hat, so, boah, krass, ich hätte dich jetzt fast vergewaltigt. So, die waren zu dem Zeitpunkt zusammen. Danach waren die noch im Disneyland und keine Ahnung was. Fakt ist, die hatten da so eine On-Off. Und dann kam irgendwie raus, dass Luke mit Lena Meyer-Landrut irgendwie mal geschrieben, geflirtet hat. Und das wurde dieser Ines zugespielt. Und daraufhin ist sie halt extrem eskaliert. Sie ist halt auch sehr temperamentvoll und wie wir ja auch gehört und haben und wissen, impulsiv und hat dem Luke... Von einer anderen prominenten Person, die da jetzt auch namentlich nicht erwähnt wurde, die aber auch ein... ich kenne sie seit Viva-Zeiten und Bestseller-Autorin. So. Gibt extra so ein paar Hinweise, wer es ist. Ja, es ist ja die Person, die mich angerufen hat, zu hören, ob ich auch aussagen könnte, ja. Aber die kommt ja aus dem Umfeld von Ines, ne? Ja. Genau, aber... Genau, die ist aber allerdings mit... Also so weiß ich das. Aber ist sie dann auch mit dem Pocher befreundet? Nee. Nee, weil er ja gesagt hat, er weiß es von der Person. Nee, die Ines wusste das mit der Lena von der Person. So habe ich das verstanden. Ach so. Also diese Person ist wohl oder war wohl mit Ines und mit Lena Meyer-Landrut befreundet. Und die Lena hat ihr das gesagt und sie hat es dann Ines gesagt. Ach okay, ich habe das jetzt so verstanden. Pocher hat gesagt, ja, Ines ist impulsiv und das weiß ich ja nicht nur aus dem eigenen Leben, sondern auch von einer Person, die mit ihr befreundet ist. Und das ist die... Da war, glaube ich, ein Jumpcut hier in diesem Video, das weiß ich aber nicht. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden, den Zusammenhang, aber so habe ich es mir gedeutet, weil anders macht es keinen Sinn. Weil ich weiß, dass die halt zwischen, diese Person war zwischen Lena und Ines. Also die hatte Informationen von Lena und hat sie an Ines gegeben. Mhm. Und das ist die Person, die mich angerufen hat. Und übrigens dazu auch nochmal... ich habe ja quasi nichts Schlechtes aussagen können am Telefon über Luke. Habe aber sogar, ich kenne ein paar Frauen, auch Freundinnen von mir, die mal was mit Luke hatten. Die habe ich wirklich danach alle kontaktiert und habe gefragt, ob denen irgendwas mal passiert ist, weil ich wirklich so dachte, boah, wenn da jetzt eine irgendwas sagt. Ich habe wirklich die Gespräche gesucht und so, weil ich dann auch dachte, muss ich mich mal mit auseinandersetzen mit der ganzen Thematik. Aber da hatte keiner sowas geschildert, was natürlich auch nicht heißt, dass es nicht trotzdem passiert sein kann. So, ne? Wie viele Freundinnen hast du denn, die was mit Luke hatten? Warte. Oh, da bin ich auch mal gespannt. Waren es 3, mit denen ich gesprochen habe? Dann sag mir mal die Namen, Marc kann die ja wegpiepsen. Nein. Naja, jetzt, ja, Marc piepst das weg, aber ey, das will ich auch jetzt wissen. Das weißt du nicht? Nee, also, Moment. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Also, nee. Nee, also, pass auf, okay. Okay, ich weiß. Kann man ja sonst rausschneiden. Das ist einmal die, und dann. Okay. Und das andere ist aber mehr eine, die, eine Freundin von, die ich auch kenne, die gesagt hat, er hätte sie mal extrem krass in der Bar immer weiter angebaggert und konnte nicht so gut damit umgehen, dass sie nicht wollte. Aber der wäre nie übergriffig geworden. Ja. Das wäre eher so spaßig, so, hey, willst du dir nicht doch nochmal überlegen? Aber nie irgendwie blöd, sondern so, dass sie es auch witzig fand. Okay. Ja, dass der ein Fuckboy war, ne, das ist ja jetzt, steht ja nicht Genau, aber das steht ja auch nicht zur Debatte, so, das ist ja jetzt noch nicht strafbar. Nee. Noch nicht. okay, weiter. So, und jetzt bitte. Genau, und da kam eben raus, ich erzähle alles nur, wie es da drin stand, dass eben Ines zugespielt worden ist, dass Luke mit Lena Meyer-Landrut so ein bisschen da am Flirten war oder geschrieben hat und daraufhin hat sie ihm eine SMS oder eine WhatsApp geschrieben, dein Scheiß ernst? Und dann ist die Sache ein bisschen eskaliert und sie hat
seine Wohnung komplett verwüstet daraufhin. Wiederum irgendwie 14 Tage später. Sie hat ihm eine Nachricht, also sie soll ihm eine Nachricht geschrieben haben, beziehungsweise es ist ja auch als Beweis vor Gericht. Es gab ja nie Gericht. Es gab kein Gericht, aber es liegt vor, dieser Screenshot liegt anscheinend vor, dass sie ihm geschrieben hat, du machst es mir so leicht, meine nächsten Schritte zu planen. Das sollen ihre Worte gewesen sein und daraufhin kam, ging es dann erst richtig los. Und dann gab es ja irgendwann mal den Podcast, wo sie, ohne den Namen zu nennen, über toxische Beziehungen geredet hat. Dann ist dieses Ding so, ja, so als Gerücht, wo jeder wusste, dass Luke mit gemeint ist, ist das ja so im Hintergrund gewabert. Und dann gab es ja irgendwann diesen Hashtag Konsequenzen für Luke. Und dann hat das immer mehr Fahrt aufgenommen. Und letztendlich hat es dafür gesorgt, dass Luke erstmal bei Sat.1 dann irgendwann keine Sendung mehr gemacht hat. Der Höhepunkt war dann praktisch kurz vorm Comedy-Preis, wo dann sogar die Nominierung für seinen Film, den er bei Netflix hatte, diesen Weihnachtsfilm, sogar rausgenommen wurde. Dann ist ja Luke auch in psychologischer Behandlung gewesen, was auch Leute wussten. Und trotz all dem, um einfach dann diesen Fall aufrechtzuerhalten, haben sich ja mehrere Leute ganz deutlich gegen Luke positioniert. Ja. Aus der Branche, also da waren halt ja irgendwie vor allem Hazel Brugger und Thomas Spitzer, die mit diesem T-Shirt rumgelaufen sind, Konsequenzen hier. Für Comedian XY. Konsequenzen für Comedian XY und so. Und viele wussten halt einfach, wenn man wollte, irgendwie, wie es um Luke stand. Und es ist so ein, Luke wollte über diese Situation und über die Sache ja gar nicht reden und wollte das eigentlich hinter den Kulissen regeln. Und dieser Fall ist ja auch noch nicht mal vor Gericht gekommen. Also nichts, was... Das fand ich halt auch krass. Ich hatte mal einmal eine Situation, wo jemand gesagt hat, ja krass da irgendwie, was da gerade mit Luke und Ines und so abgeht. Und dann wollte ich der Person sagen, wie schlimm es gerade um Luke steht. Und dann hat derjenige quasi einfach nur gesagt, ich will es gar nicht wissen, er hat das alles verdient. Wo ich dachte... Krass, ich wollte gerade sagen, hier geht es um möglicherweise Suizid, ja. Und die Person sagt einfach nur, ich will es gar nicht hören, hat der verdient. So eine Meinung sich zu bilden, wenn man nicht weiß, was wirklich passiert ist und so quasi zu sagen, egal was ihm passiert, er hat das verdient, finde ich ultra krass. Ja, krass. Aber eigentlich noch krasser sind halt, wie gesagt, die Hetzer, die aufgrund von zu wenig Informationen meinen, sie haben das Recht, da zu hetzen. Genau, eine Meinung bilden ist ja okay. Aber geht man dann raus, posaunt die überall hin und sagt, es darf keine andere Meinung dazu sein? Weil ich finde das ja völlig okay, dass man sich eine Meinung bildet. Habe ich ja, wie gesagt, bei Rammstein auch. Aber geht man dann hin und sagt, macht die Person fertig? Oder sagt man, ich habe mir da eine Meinung gebildet und ich glaube, es ist so und so. Aber eben immer, ich glaube. Ne? Mhm. Aber ja, ist keine Tendenz zur Mitte. Das ist das Problem unserer Gesellschaft. So, das ist auf dieses Explizite bezogen, ist das, bildet sich da, wie gesagt, unsere Gesellschaft wieder ab und die Spaltung der Gesellschaft. Ah, ja. Und es gibt nur Schwarz und Weiß und keinen Graubereich mehr. Und die Wahrheit liegt in der Regel im Graubereich. Genau. Ja. Ich glaube trotzdem, dass diese Bewegung die letzte Zeit irgendwo auch sehr wichtig ist für die Gesellschaft, weil eben lange Zeit Dinge akzeptiert wurden, die nicht in Ordnung waren. Und dann gibt es immer, wenn die Waage halt im Ungleichgewicht ist, dann muss ein Gleichgewicht hergestellt werden und das geht oft, indem dann die andere Seite erstmal richtig dran zieht, so quasi, ne? Ja, du hast immer dieses Pendel. Das Pendel schwingt von einem Extrem zum anderen Extrem. Um sich dann in der Mitte auszupendeln. Nee, ne? Es schwingt dann wieder ins andere. Das ist halt das glaube ich aber nicht. Ja. Also ich habe schon die Hoffnung, dass wir irgendwann irgendwie in so einen Bereich kommen, wo es in der Mitte schwingt. Was ich nur sagen möchte, ist, dass ich gerade schon merke, es ist eine sehr transformative Zeit im Hinblick auf, dass Sachen aufgedeckt werden. So, und ja, das ist super wichtig, dass... Jetzt kommt wieder die ESO-Joyce, ne? Ja. Ja. Die Sternkonstellationen sind günstig für die Wahrheit, oder, Joyce? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es kann sich keiner mehr verstecken. Es liegt am Wassermann-Zeitalter, Joyce. Ja. Ja, die Luftepoche, die macht alles flatterig. Das Ding ist, ich glaube wirklich, dass diese Bewegung ultra wichtig ist und dass eben gerade endlich mal Dinge aufgedeckt werden, also in einer Masse aufgedeckt werden, weil sich eben auch Menschen mehr trauen, vielleicht mit Dingen mal zur Polizei oder an die Öffentlichkeit zu gehen, die ihnen passiert sind. Natürlich verschwimmen sich dann auch immer mal ein paar mit da in die Gruppe, aber der Großteil von Betroffenen, die endlich vielleicht sich trauen,
zur Polizei zu gehen oder sich zu öffnen oder wie auch immer. Ich glaube, das hat einen ultra krassen Mehrwert für die Gesellschaft. Ja, Transparenz ist immer gut, klar. Also wenn du es jetzt nur auf das Thema beziehst, aber ich meinte das mehr generell auf alle Themen, die es in der Gesellschaft gibt, die irgendwie Ach so, meintest du diese Spaltung in der Gesellschaft und so, klar, ne? Und das finde ich so schade, weil am Ende glaube ich, dass wir im Prinzip das gleiche Ziel verfolgen. Das ist ja der Punkt. Die Gesellschaft ist ja eigentlich, ist ja gar nicht so gespalten. 99% aller Menschen haben im Prinzip die gleichen Ziele oder Grund, genau, weil wir halt einfach als Mensch relativ ähnlich aufgebaut sind. So, aber unreflektierte Menschen und unbewusste Menschen werden halt durch die Medien gespalten. Ja. So, und deswegen mache ich den Medien immer den Vorwurf. Das sind die größten. Ja, und Social Media ja, ist halt auch. Baut aber nur darauf auf. So, oder ja, oder. Nee. Aber das da gibt es ja nicht. Auch, naja, aber auch guck mal, in Social Media gibt es ja auch Leute, die eine Reichweite haben. Das ist ja im Prinzip wieder wie Medien. So. Aber ja, das wollte ich nämlich sagen. Ja. Ne? Weil zum Beispiel genau. Bei mir die. Die Shitstorms haben ja erst die Presseberichte losgelöst. Na, die Shitstorms haben irgendwelche Influencer losgetreten. Genau, Influencer, ja. Die zum größten Teil mit Ines privat in Kontakt sind oder befreundet sind. Ja. Ja. Klar, dass die natürlich dann gegen mich waren in so einem Moment, weil ich nicht das gern gesehene Woke-Narrativ vertrittst. Ja. Ja, weil ich einfach nicht zu sehr auf nicht genug auf ihrer Seite war. Ja, weil du nicht mal eine Position. Genau, Neutralität wird ja heute schon als Positionierung gewertet. Ja. So. Und ja. Genau. Ja. Ja. Achso, was wollte ich sagen? Und genau, Social Mania ist halt auch schon, also man muss schon sagen, dass das schon auch krass ist und dass ich, das hatte ich in meinem Video auch damals gesagt, das war auch so geil, das war eigentlich mein Schlusssatz. Lasst uns respektvoll mit allem umgehen. Die hat sich auf meinen Kopf gesetzt, ne? Ja. Die war voll dick. Lasst uns respektvoll mit allen Beteiligten umgehen. Da habe ich gesagt, mit Ines, mit Luke, mit egal wer welche Meinung vertritt, lasst uns auch respektvoll mit Menschen umgehen, die eine andere Meinung vertreten als wir selber. Auch bitte mit mir, weil ich dieses Video gemacht habe. Lasst uns einfach respektvoll miteinander umgehen und dann kann man viel besser sich auch über unterschiedliche Meinungen austauschen und vielleicht einen gemeinsamen Nenner finden und gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber was halt online sehr krass geworden ist, ist dass es sehr normal geworden ist, sehr respektlos miteinander umzugehen. Mhm. Also genau das Gegenteil von gewaltfreier Kommunikation, sondern das ist so wie, ich darf ja jetzt respektlos reden, weil jemand hat ja offensichtlich was falsch gemacht. Naja, ich fühle mich im Recht und ich habe das Recht, den anderen zu erziehen und zu Maßregeln. Das Problem ist immer nur, dass Menschen tendenziell eher, wenn sie angegriffen werden, in eine Gegenwehr gehen, statt das anzunehmen. Und wenn wir wirklich wollen, dass sich Menschen auch mal was annehmen, wenn sie was falsch gemacht haben, dann sollten wir halt respektvoller mit denen umgehen. So, ja, nicht nur in dem Fall, sondern generell halt. Voll. Und das ist das, was ich halt auf Social Media extrem krass sehe, dass das ja einfach so eine sehr viel Respektlosigkeit in der Kommunikation einfach. Ja. Ja, so weiter, ne? Mhm. Und das muss man ja auch mal sagen, du bist ja einer der wenigen, der sich immer öffentlich ganz klar an seine Seite, an Lukes Seite gestellt hat. Das habe ich auch an meiner Geburtstagsparty im Vollrausch, habe ich dem Luke auch gesagt. Dabei, weil als sie diese Rede im Vollrausch gehalten hat. Aber da hat sie noch zu Luke gesagt, ja, Olli und auch Joyce, das sagt sie jetzt hier nicht, aber da auf der Geburtstagsfeier hat sie, weil ich auch da mit dabei stand, hat sie mich auch einbezogen. Guck mal, Luke, das sind loyale Freunde, weil es eben auch in seinem Umfeld genug Menschen gab, die sich so als Fake-Freunde rausgestellt haben. Die, ne? Da reden die beiden auch noch gleich drüber, ohne einen Namen zu nennen, aber ich weiß genau, wen sie meinen. Gibt's halt ja diesen einen Freund von Luke, der quasi immer noch, also Person des öffentlichen Lebens, sehr erfolgreich, der immer noch mit Luke so quasi behind the scenes befreundet sein möchte, aber sobald irgendwas mit einer Kamera oder sobald möglicherweise irgendwie eine Instagram-Story von irgendwem drittes, viertes, fünftes aufgenommen werden könnte, kann er nicht gemeinsam mit Luke auf irgendeiner Feier sein. Warum ist Luke noch mit dem überhaupt befreundet? Ja, weil ich. Ja, das ist doch kein Freund. Nein, natürlich. So. Ich glaube auch, dass sie mittlerweile nicht mehr befreundet sind. Ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gefragt, aber es war natürlich auch was, wo ich mit ihm drüber geredet habe. Jemand, der hintenrum so tut, als wären sie noch befreundet und vornerum, das sagen die beiden hier gleich auch noch, und vornerum macht er genau das Gegenteil, lässt sich da beim Comedy-Preis mit Hazel Brugger, ihrem Mann, und diesem T-Shirt gegen Luke ablichten. So, das ist halt so, was ist das? Das ist halt richtig Fähnchen im Wind. Ich habe ihm schon öfters mal gesagt, überdenk mal deine Frauenwahl, willst du eine gesunde Beziehung oder nicht? Überleg mal auch hier und da
was du für Freunde hast in deinem Umfeld. Ne? Also Pocher ist wirklich da, man kann sagen über den, was man will, aber das auch für mich, ich empfinde den auch als sehr, sehr loyalen Freund, weil er auch für mich in Momenten da war, wo ich mich bei ihm bedankt habe und er auch ganz klar gesagt hat, hey, für sowas sind Freunde doch da. So. Genau, deswegen bin ich auch für die Freundschaft dankbar. Und klar hat Luke auch Freunde noch so, ne? Also auch gute Freunde, aber ich glaube, der hatte gerade in der Szene, gerade an prominenten Freunden teilweise welche, wo er dann jetzt im Nachhinein auch zu mir meinte, jetzt sehe ich halt durch diese Sache mal das wahre Gesicht. So, ne? Mhm. Ja, Olli, so treuer Freund. Das werde ich nie vergessen. Weil du hast halt in der Hinsicht, muss man wirklich sagen, das muss man dir echt lassen, das scheißt du auf das, was die Leute sagen und wer gerade beliebt oder unbeliebt ist. Du bist halt extrem loyal und da kann Luke echt sehr, sehr froh sein, dass er dich da hat, dass du ihm da so zur Seite gestanden hast und dem ging's ja wirklich nicht gut. Und das ist ja für dich immer so, jetzt erst recht, ne? Jetzt stehe ich hier erst recht hier zur Seite und stärke dir den Rücken. Und wie viele Leute, ich meine, und es ist ja noch nicht mal, dass du irgendwie beruflich von ihm profitiert hast. Du warst ja nie in einer Seite oder kaum hier in seinen ganzen Sendungen. Aber ich sage ja nur, so wie die anderen zum Beispiel, diese vermeintlichen Freunde, die ganze Bubble, in der er da ja auch unterwegs war, Sat.1 und seine Sendung und das Ganze, die waren ja überall, wenn es lief, immer da und super toll in der Sendung, hier gegenseitig eingeladen, top, top, top. Wir sind alle ein Team, Familie und keine Ahnung was. Aber dann beim ersten Gegenwind sofort abgewandt, sofort. Und ohne zu hinterfragen oder irgendwie zu reflektieren oder vielleicht mal irgendwie sich zu positionieren, einfach mit der Menge mitgeschwommen, weil das ist der einfachste Weg, weil sobald man eben da dagegen schwimmt, dann wird's ein bisschen könnte es ein bisschen schwierig werden. Und das finde ich halt so ekelhaft an der heutigen Gesellschaft und gerade auch in dem Business. Es gab da auch irgendwie offene Bombendrohungen oder ja, dass irgendwelche. Da sagt er das, ja. Genau, da sagt er. Sachen irgendwie verübt werden sollen und man soll ruhig aufpassen und so. Auch das ist auch an uns per Mail und so gegangen. Also es hat wirklich auch was aus. Das ging ja auch an dich per Mail. Es ging auch an, diese Bombendrohung ging auch an mich per Mail. Ich weiß noch, da war, das ging an Luke, ne, an Pocher, an mich. Da waren ganz viele, dann so 20, also genau. Zeitungen. Ja. Ultra krass, das lag dann auch bei der Kripo. Das sind alles so Sachen, der Pocher hat das jetzt einfach mal so beiläufig gedroppt, ne. Ich habe mich damit bisher zurückgehalten. Aber da er es halt auch gesagt hat, das ist halt voll krass, weil was das für Ausmaße teilweise hinter den Kulissen hatte, was keiner mitbekommen hat. Ja, es ist die nächste Stufe der Eskalation, ne? Genau. Also, ja. Es ist halt echt ultra extrem, was teilweise ja, so klar passiert. Und deswegen auch, da war ja auch diese eine Moderatorin, die meinen Beitrag, also mein Video zu Luke geliked hatte und dann, oder war das Foto, weiß jetzt gar nicht mehr, und die dann halt wirklich so auch Drohungen in privaten Nachrichten gegen ihre Kinder und so bekommen hat, wo man denkt, was haben denn ihre Kinder jetzt damit zu tun? Also sie hat auch nur geliked, ne? Da weißt du auch immer nicht, was dahinter steckt, warum liked jemand was? Kriegen dann Prominente, die irgendwas da bei mir geliked haben, kriegen direkt solche Androhungen. Also das ist einfach ultra eskaliert im Background auch. Mhm. Super krass. Und also, naja. Ausgelöst auch von Leuten, die ja gar nicht betroffen sind, ja, die einfach dann anfangen, auf den Zug mit aufzuspringen und einfach da Gas zu geben. Unter dem Deckmantel der Feministen und genau das ist halt einfach alles andere als Feminismus. Und das muss man auch wirklich, wenn die Welle, ich weiß es eh, das wird jetzt so totgeschwiegen und das ist, und da sich da irgendwie hinter Feministen und Aktivismus dazu verstecken. Weil da wurde ja auch nicht drüber gesprochen, drin, ne? Dass sie also auch. Da hat sie ja gegen Feministen gehatet und das war dann so krass und da haben sie was rausgeschnitten. Ja. Mhm. Ganze Wohnung auf links gedreht hat, dass sie dann versucht hat, auch im Hintergrund mit anderen dagegen zu schießen. Es sind ja auch ganz viele Sachen. Und angekündigt hat und sozusagen. Und auch Leute, die sich solidarisiert haben im Hintergrund irgendwie einfach, und das habe ich ja auch Luke gesagt, das Problem bei Luke war einfach sein Erfolg. Dadurch, dass er einfach der erfolgreichste Künstler gewesen ist über 1-2 Jahre, schaffst du einfach auch einen hohen Neidfaktor. Ich kenne das selber, wenn du erfolgreich bist, wenn du oben stehst, kommen so viele Leute, die nur darauf warten, dass sie dir das wieder kaputt machen können. Und da ist Luke einfach mit der Geschichte ein dankbares Opfer gewesen und man hat man ihn einfach auch komplett platt gemacht. Und ganz viele aus der Branche, die noch mit ihm zusammen da in Fernsehsendungen, Juries gesessen haben, die haben sich dann danach dann distanziert und wollten dann nichts mehr mit zu tun haben und wussten auch und kannten auch beide Seiten und hatten die Möglichkeiten, zumindest das zu
differenzieren. Also dann kann man sich ja zumindest neutral verhalten, aber sich dann noch gegen Luke zu stellen. Stimmt, ne? Dass da ja auch viele bei waren, die im Prinzip die andere Seite von ihm hätten kennen können. Ja, da ist ja sogar eine prominente Person, die Luke noch vor Ines gewarnt hat, als er mit der zusammengekommen ist, die gesagt hat, pass auf, und die dann, nachdem das rausgekommen ist, Ines Seite da, sich komplett gedreht hat. Ich weiß, wen du meinst. Ja, ne? Ja, ja, hast du mir schon mal erzählt. Und das ist ja dann auch die Geschichte, die letztendlich über den Spiegel jetzt in allen Instanzen den großteils verboten wurde. Auch da... Pause. Ja, da ist jetzt eh vorbei. Ja, aber das ist ja auch krass, ne? Dass der Artikel hat was losgetreten, so, und das aber im Prinzip... vieles gar nicht stimmt oder wie gesagt, oder gar nicht so gesagt hätte werden dürfen. Das wird nicht groß getreten. Das wird dann nicht groß getreten, ja. Deswegen machen wir im Prinzip auch diese Folge, weil ich finde, es geht jetzt gar nicht darum, sich auf Lukes Seite zu stellen, ne? Dass wir diese Folge machen. Nee, es geht einfach darum, die Differenzierung wiederherzustellen. Ja, und vielleicht, ne? Zu sagen, ja. Ich bilde mir da vielleicht, oder ich erlaube mir da bei dem Fall kein Urteil. Mhm. Ne? So, kann ich nicht, dass man das halt sagt jetzt aufgrund dieser ganzen Informationen. Weil ich finde es auch krass, dass das jetzt gar nicht medial oder auf Social Media gar nicht so groß Gehör findet, wie das Thema damals. Das war in aller Munde, jeder hat darüber geredet, aber das sind jetzt wirklich wichtige Tatsachen, die... Ja, aber das ist ja auch klar, es hat keiner von den woken Marktschreiern, hat keiner ein Interesse, das jetzt wieder auszupacken. So. Genau, und was ist mit der Presse? Also ich meine, es war ein bisschen in der Presse, aber das hat irgendwie trotzdem kaum jemand mitbekommen, ne? Es sind keine Incentives da. So, das, also es war schon auch so drei Zeitungsartikel von irgendwelchen größeren. Aber das ist ja das Problem, der Rufmord ist passiert und egal, ob das jetzt nochmal irgendwie ein bisschen richtig gestellt wird, das hängt halt an ihm dran. Ja. So, das, und das ist einfach krass. So. Und da tun jetzt auch wieder die Medien keinen guten Beitrag, dass man das vielleicht ein bisschen wieder... so ein Image halt wieder ein bisschen wegkriegt halt auch, ne? Deswegen weg mit den Medien. Hört auf, diese Scheiße zu konsumieren. Ja, es müsste jetzt langsam auch mal jedem klar sein, dass man den Medien auch nicht immer vertrauen kann, ne? Gut, wer es nach Corona noch nicht gerafft hat, dem ist vielleicht auch nicht mehr zu helfen. Also. Nee, das Corona-Thema. Ich muss es immer mal reinbringen. Ja, immer weil die Medien sind die größten Spalter so, und die sind dafür verantwortlich auf allen Ebenen. Und deswegen finde ich schon, sollte man das immer reinstreuen. Ja. Und ich hasse die Medien. Ja, und so. Man sollte halt auch aufpassen, deswegen, dass man, auch wenn, ob Medien, ob die jetzt bewusst spalten oder weil es erfolgreicher ist, wenn man reißerische Headlines macht. Ne? Ja, Vorsatz oder Dummheit, so, das ist die Kernfrage, aber es ist beides Kacke. Ja, oder Eifer nach Erfolg und Geld und, ne? Ja gut, aber das ist ja... habe ich einen besseren Job, wenn ich hier krassere Sachen schreibe. So. Ja. Ist ja im Prinzip auch egal. Wichtig ist, glaube ich, für jeden Einzelnen, dass man selber guckt, dass man sich nicht mitreißen lässt, weil das passiert, glaube ich, oft schnell so, dass man irgendwas liest und sich gar nicht hinterfragt, könnte da vielleicht noch eine andere Seite... könnte es da vielleicht noch eine andere Seite oder einen anderen Blickwinkel geben, wodurch ich eine andere Meinung mir bilden würde, sondern es geht halt super schnell, man lässt sich halt super schnell mitreißen. Ja. Aber deswegen geht ja unser Appell, weil die Medien werden sich nicht ändern so, und die bieten ja auch nur das an, was der Kunde quasi oder Konsument gerne hätte. Ne? Und im Prinzip die Lösung liegt ja nur darin, quasi den Konsumenten zu educaten, nicht zu vorschnell zu urteilen und genau sich bewusst nicht nur über Medien, über Sachen, auch nicht auf Social Media, über die egal was, ja, einfach auch wenn man jetzt einen Reaction-YouTuber hat, den man folgt, den man mega cool findet, trotzdem immer wieder, bei jedem neuen Video muss man gucken, bin ich auch der Meinung oder bin ich vielleicht doch nicht der Meinung. Und auch was wir hier labern, so, ey, auch da bildet euch eine eigene Meinung, recherchiert selber und bildet euch eine eigene verfickte Meinung, so, und labert nicht nur nach, was andere euch vorgesetzt haben. Ja, ist doch so. Also das ist die Kernaussage wie in unserem Buch auch. Ja. So, kauft unser Buch. Das müssen wir, können wir auch nochmal. Ja. Hätte ich das mal früher gewusst. Auf Amazon. Was wollte ich jetzt sagen noch? Hattest du noch mehr? Ich hatte nichts mehr jetzt, Jeroz. Ja, nur, dass ich weiß eben noch viel mehr. Jetzt machst du noch den Cliffhanger für die nächste Folge, oder was? Ich spreche mal mit Luke, was ich davon noch sagen darf. Ja. Luke hätte ja auch alles raushauen können. Der hatte all diese Informationen, der hatte Beweise, die er ja auch da rechtlich vorgelegt hat und so. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht, weil er eigentlich, also er hat mir auch gesagt, weil er Ines zum Beispiel auch nicht irgendwie schaden wollte und er dachte eigentlich, man kann das so anders klären. Es ist ja auch grundsätzlich, glaube ich, der richtige Weg, ne? Erstmal deeskalieren und so. Das Problem ist nur, wenn der andere eine Waffe zückt, dann bist du eventuell auch gezwungen, eine Waffe zu zücken. Das Problem ist nur, wenn sie zuerst die Waffe zückt und dann er,
also nee, das ist das falsche Beispiel mit der Waffe dabei, weil, guck mal, sie beschuldigt ihn wegen was und dann kommt er und sagt, hä, aber es war ganz anders. Dann glaubt man, glaube ich, immer erst der Person, die das zuerst ins Rollen, also die Mehrheit glaubt der Person, die es zuerst angesprochen hat und denkt, der andere will nur dagegen gehen. Wenn aber zum Beispiel, bevor sie rausgegangen ist mit diesem Vorwurf der sexuellen Nötigung oder versuchten Vergewaltigung oder was, hätte er direkt, nachdem sie da den Hausfriedensbruch begangen hat und seine Sachen zerstört hat, hätte er als erstes dieses Video hochgeladen gegen sie, was Luke vom Typ her niemals gemacht hätte. Hätte er das hochgeladen, man hätte erst gesehen, wie sie reagiert hat, so aus Eifersucht. Und dann wäre sie mit den Anschuldigungen um die Ecke gekommen. Dann wäre man, glaube ich, tendenziell auf Lukes Seite gewesen. Dann wäre das auf jeden Fall ein anderes Bild. So. Aber es ist auch total verständlich, da nicht als erster irgendwas rauszuhauen. Weil du, genau, also, ich glaube, genau, ja. Ich verstehe das auch, weil ich bin auch nicht so jemand, der damit so rausgehen würde. Und was ich eben meinte, dass Menschen ihre Meinung ändern, ist schwieriger als eine anzunehmen. Das heißt, wenn dann schon viele diese Meinung angenommen haben, dass die nochmal verändern, egal was der andere sagt, ist halt schwierig. Ja, ist aber eine scheiß Situation, ne? Weil das irgendwie spieltheoretisch halt dann immer jetzt quasi Anreize setzt, als erster rauszugehen und der aggressivere Player zu sein. Und das führt halt gesamtgesellschaftlich, geht das in die falsche Richtung leider. Das ist natürlich so. Auch recht. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, wo da die Wahrheit liegt oder wo der richtige Weg ist. Also ja, nach wie vor, Leute sollen ihr eigenes Gehirn einschalten. Mhm. Das ist der einzige Weg, den ich wüsste. Genau. Aber hier jetzt auch wieder gerne einen respektvollen Umgang mit allen Seiten. Mit Luke, mit Ines, mit egal wem, welcher Meinung, mit Chris, mit mir, einfach mit jedem. Nur nicht mit dem Spiegel. Da könnt ihr halt drauf loshaten. Nein, also es geht doch darum, dass man... Das gewaltfreie, also ja. Kommunikation bedeutet, dass man wirklich respektvoll miteinander umgeht und dann darf man auch mal sagen, hey, pass auf, finde ich nicht so gut aus den und den Gründen, aber dieses Respektlose, dieses von oben herab sich über andere Menschen stellen, die eine andere Meinung haben als man selber oder wie auch immer, dieses Respektlose, das ist halt das Ende von vernünftiger Kommunikation. Ja, und das ist jetzt auch so ein bisschen dein neues Steckenpferd, ne? Kommunikation, ja. Kommunikation. Da habe ich mich sehr lange mit befasst, deswegen funktioniert meine Beziehung auch so gut. Ach, hast du eigentlich einen Freund? Ja. Ja? Der kommt hoffentlich auch bald mal hier in den Podcast mit meinem Ex-Freund zu Gast. Ach so, ja, hast du einen Freund, wusste ich gar nicht. Hm. Ah, okay, da bin ich gespannt. Und dann machen wir zu dritten Podcast? Ja. Über was denn? Kommunikation in unserer Beziehung. Ah, okay. Und die ist ja wahrscheinlich Bombe bei euch, oder? Ist sie auch. Also wenn ich deine Skills hier sehe, deine kommunikativen, da muss ja... Das ist ja jetzt nicht... Ich meine Kommunikation auf Gefühlsebene, wie man miteinander Gefühle austauscht. Ja, weiß ich doch. Du bist die Meisterin da drin. Halt auch die Fresse. Nee, Joyce, das sagt man nicht. Ne? Da fühle ich mich ein bisschen angegriffen. Du kannst jetzt hier nicht vorleben mit respektvoll und dann mir quasi sagen, halt doch die Fresse. So, in unserem Podcast auch noch. Das ich liebe Dissen, ne? Wenn man ja. Patrick und ich, also mein Freund und ich, wir dissen uns auch am laufenden Band, aber das ist dann ja liebevoll und lustig, ne? Ich glaube, und wir ja auch, und das verstehen ja viele Menschen dann oft nicht, die denken es ja eigentlich andersrum, dass du respektlos mit mir umgehst. Mhm. Die denken halt wirklich, wir würden uns so haten oder so, ne? Ja. Und raffen einfach die Ebene nicht, aber daran siehst du ja auch. Das ist einfach Lockerheit zwischen uns. Genau, aber dass sie es selber anders kennen und wahrscheinlich die ganze Zeit in ihrem Leben mit dem Besen im Arsch rumlaufen und sich wegen jedem Scheiß angepisst fühlen. Mhm. So, also gut, aber das ist alles ein anderes Thema. Ich glaube, was du sagen wolltest, hast du alles gesagt? Ja, nee, noch nicht ganz. Okay. Hier noch zwei Sachen kurz, glaube ich. Genau. Und zwar einmal, ich habe damals in meinem Video ja sogar so Sachen gesagt wie Nein heißt Nein. Ne? Also es ist wirklich so, egal wie ein Nein gemeint ist, ob es wirklich als Nein gemeint ist oder eher so spielerisch oder wie auch immer, wenn man ein Nein hört, dann ist es immer ein Nein, so sollte man es einfach sehen. Ich habe da so voll die Aussagen gemacht, ich habe es mir jetzt extra für die Folge heute nochmal angeguckt, wo ich dachte, ich habe mich doch total klar gegen sexualisierte Gewalt positioniert. Ich habe vielleicht nicht genau der Meinung einer gewissen Gruppierung oder Seite, nenne ich es jetzt mal, habe ich mich nicht komplett genau angeschlossen, aber ich habe mich ganz klar gegen sexualisierte Gewalt ausgesprochen. Ich habe ganz klar gesagt, das ist doch auch logisch. Es ist eigentlich logisch, genau. Aber erinnerst du dich dran, dass HelloFresh die Jahreskooperation beendet hat mit den Worten, wir sind gegen sexualisierte Gewalt? Ja, das fand ich so krass. Das fand ich auch krass. Ja, da habe ich tatsächlich letztens noch die E-Mail gesucht, weil ich nämlich, hatte ich nämlich auch gedacht, das bringen wir in den Podcast mit rein, was die genau wortwörtlich gesagt haben. Ich habe sie aber nicht mehr gefunden. Aber ja, das ist krass, dass dir das unterstellt wurde. Ja.
Und deswegen habe ich mir das Video jetzt auch nochmal genau angeguckt, ja, und ich dachte, wie kann man mir das unterstellen bei all dem, was ich gesagt habe? Ja. Gut, nur weil man die Worte, die ich gesagt habe, teilweise falsch interpretieren konnte. Ja, gut, aber es muss einem halt auch immer bewusst sein, man kann Dinge falsch interpretieren, auch deswegen vorsichtig sein mit, das ist auf jeden Fall so, die Person hat auf jeden Fall das und das und das gesagt und das auch so gemeint. Ich mache das oft so, dass ich dann nochmal nachfrage, wie meinst du das genau? Weil es eben sonst oft zu Missverständnissen kommt. Ne? Das ist ja auch so der erste Kniff für gute Kommunikation. Ne? Bevor man sich angegriffen fühlt, nochmal zu fragen, wie meinst du das genau? Genau. So, ja. Und aber das fand ich so krass. Und es ist ja auch einfach so, auch die Konsequenzen für mich waren ja jetzt langfristig auch, dass ich eigentlich so keine Werbekooperationen mehr bekommen habe. Ja. So. Weil das nicht mehr brandsafe war, wenn ständig immer noch Leute immer, es gibt ja immer noch vereinzelt welche, die meinen, immer noch mal das mir reindrücken zu müssen, so immer wieder jetzt nach, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder was, die immer wieder damit um die Ecke kommen und sobald irgendein Werbepartner mit einem was macht, sind sie da am, gehen sie drauf los, so verhindern sie quasi, dass ich irgendwie in einer Form gerade Geld einnehmen kann mit solchen Sachen, ne? Das heißt, das hat schon krasse Auswirkungen auf Menschen. So, für mich ist jetzt nicht so schlimm, aber so eine Unabhängigkeit auch von Geld oder so muss man erstmal haben. Genau, wenn du abhängig wärst von Geld, so, dann wäre es schon krass. Jetzt. Ja, es wäre schon krass. So. Also das muss man klar so sagen. So. Weil zum Beispiel meinte die Sylvie Carlson ja bei diesem Interview auf der Couch, meinte sie auch so zu mir, ja, aber wieso, du kriegst doch noch Jobs, du sitzt doch hier. Ja. Ich mir dachte, ja, geil. Zu diesem Thema werde ich jetzt zu dem Thema eingeladen. Und die 1000 Euro, die das ZDF da zahlt, waren's ja, genau. Also weiß ich ja, gar keine nicht. Ahnung, so, aber das, so, das. Und das war einer von wenigen, ich nenne es jetzt mal Jobs, aber die meisten Anfragen, die ich seitdem bekomme in den letzten anderthalb Jahren, sind entweder zu diesem Thema ja, oder halt Schauspielrollen. Ne? Also Schauspielrollen, das schon, aber das. Irgendwas anderes, also es ist wirklich schwer seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das hört sich jetzt so ein bisschen gejammermäßig an, ne? Nee, es geht wieder nicht um mich, sondern genau, es geht darum, was es gesellschaftlich bedeutet. Genau, das soll nämlich jetzt genau keine Jammerstunde sein, das ist voll okay, dass es so ist. Dass deswegen aber Menschen sich nicht mehr trauen, vielleicht ihre Meinung kundzutun, obwohl sie, und ich war ja noch nicht mal extrem in meiner Meinung, ich habe ja nicht gesagt, haltet doch die Fresse, ihr Luke-Hater, ich bin auf Lukes Seite, sowas, ich habe überhaupt nicht irgendwas in der Richtung gesagt und auch nicht gedacht und gefühlt. Und wurde so fertig gemacht, ne, dass man halt denkt, okay, krass, dann ist ja klar, dass man auch eine einigermaßen neutrale Meinung ohne ein klares Urteil oder so, dass man sich die gar nicht mehr traut, irgendwie zu bilden. Aber da muss man ja auch sagen, ne, es sind oft gar nicht die Firmen, die dann so krass sind, sondern sie verhalten sich nur so, weil halt dann die paar krassen Hater wieder so laut werden. Und diesem wollen sich die Firmen halt nicht aussetzen und deswegen lassen Sie das halt sein. So, es hat ja auch wieder diese Komponente. Ja, ja. So. Genau, und auch verständlich. Wenn ich jetzt ein Brand wäre, da habe ich auch keinen Bock jetzt dann unbedingt. Dann denke ich mir, dann buche ich lieber jemand anderen, auch wenn ich Joyce eigentlich cool finde. So. Ja, aber wenn du eine coole Brand wärst und auch eine coole Zielgruppe haben willst, dann würdest du es nämlich doch machen. Das machen halt aber, ja, das sind halt die wenigsten. Ja, aber das Problem ist ja immer bei so Hate-Kommentaren, wenn die kommen ja auch oft sehr schnell und die boosten sich ja gegenseitig sehr schnell hoch, ne? Also so, und dann sieht das ganz schnell so aus für Leute, die jetzt neutral auf dieses Brand stoßen oder auf diese Kooperation oder auf was auch immer, dann lesen die Kommentare, weil das macht man ja manchmal. Man will wissen, ach, was haben denn Leute schon dazu geschrieben? Und dann formt das die Meinung für alle, die danach kommen halt. Ja, Schweigespirale heißt das. Und das ist halt verständlich, ne? Ja. Auch. Und deswegen, ich verstehe die Brands, ich verstehe die Kritiker. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich verstehe auch Leute, die sich getriggert fühlen und deswegen auch emotional auch mal vielleicht respektloser reagieren und so. Ich verstehe das alles, aber schön wäre es, wir könnten das irgendwie in Zukunft anders machen als Gesellschaft. Voll. Voll. Und ich will deswegen auch niemandem was Böses und so. Es geht mir immer nur darum, wie können wir das gesellschaftliche Miteinander irgendwie auf eine andere Bewusstseinsebene heben. Ja, weil du hast ja schon so ein extrem hohes Bewusstsein. Ach, Quatsch. Und du willst jetzt auch die Menschheit quasi in deinen hohen Status halt führen als Messias, wenn man so will, ne? Guck mal, das hört sich so an. Was ist die weibliche Form von Messias? Ich wollte Messia. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich baue so viel Scheiße und ich muss mich auch oft auch im Privatleben mal für dies und das mal entschuldigen. Genauso wie andere sich bei mir entschuldigen, weil die Leute genauso viele Fehler machen auch wie ich, ne? So.
hier, wir sind alle nicht perfekt und das ist ganz klar. Und Religionen sind da, haben da auch manchmal schöne Zitate, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein und so. Ne? Es ist ja einfach so, dass wir, weil du jetzt gerade gesagt hast, hier, du bist schon auf einer anderen Bewusstseinsebene. Ich würde sowas nie behaupten, weil ich weiß, dass ich so viele Fehler machen, so wie andere auch. Ja, das war doch jetzt auch Ironie, das weißt du doch. Aber was man halt, wo man ein Bewusstsein für kriegen kann, ist, dass einem das eben bewusst wird. Also ich glaube, Kommunikation ist so ein wichtiger Bestandteil, weil das in jedem sozialen Gefüge spielt Kommunikation eine Rolle. Und ich glaube wirklich, weil es gibt so viele Themen, die gerade als wichtig erachtet werden, auch gerade in der Woken-Szene, wo ich sage, ja, die finde ich auch extrem wichtig. Aber für mich ist eins der allerwichtigsten Themen in der Gesellschaft, die Basis für eine Gesellschaft, die harmonisch und liebevoll miteinander funktioniert, ist Kommunikation. Weil das tausendprozentig, ist so, ja. Wenn die Kommunikation respektvoller wird insgesamt, dann werden sich andere Themen automatisch damit mit auflösen. Kommunikation ist die Basis. Und alles andere setzt darauf an. Ja. Und gute Kommunikation, liebevolle, respektvolle Kommunikation heilt Trigger. Heilt alte Verletzungen. Weil schlechte Kommunikation ist normalerweise, wühlt alte Verletzungen auf. Gute Kommunikation heilt sie. Und ich glaube, wenn wir alle ein Stück liebevoller, respektvoller miteinander kommunizieren würden, dann würden wir ganz viele Wunden damit auch heilen und Menschen würden mit einem ganz anderen Vibe, mit einer ganz anderen Energie durch die Straßen laufen und ja, es würde das Ende der Spaltung bedeuten und sowas. Also es würde so vieles besser machen und man würde automatisch alle anderen Themen damit mit angehen und damit eben dann auch im Umkehrschluss am Ende besser lösen können. Ja, hast du tausendprozentig recht, kann ich nur unterschreiben. Gut. Und dafür trittst du an, ne? Dafür. Ja, nein, das ist, ja, nein, aber ich meine, ich habe das ja jetzt wieder alles so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber du hast vollkommen recht. Und aber auch dieses, dafür trittst du an. Das ist ja jetzt ein bisschen auch deine Mission. Das ist meine Mission, ja. Deswegen. Ich habe mir dieses Video von damals für Luke nochmal angeguckt und ich habe da gemerkt, dass ich da gesagt, hey, und lasst uns weiter an diesen Themen wie respektvoller Umgang, dass wir die Grenzen anderer nicht überschreiten als Gesellschaft, dass wir bewusster und achtsamer miteinander umgehen. Lasst uns dafür, also quasi lasst uns nicht auf das Negative fokussieren, sondern lasst uns jetzt darauf fokussieren, wie wir das alles ein bisschen besser machen können. Damit habe ich dann nie angefangen, weil es mich erstmal total umgehauen hat. Aber am Ende wollte ich eigentlich da schon weiterhin diese Mission verfolgen. Und das werde ich halt einfach jetzt machen. Weltjoyce. Weltjoyce. Bei der nächsten Bundestagswahl. Nein. In der Kommunikationspartei. Ja, wer weiß, ne? Ja. Okay, gut. Das war's. Oder? Ciao. Ja, tschüss. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk.